Persönlichkeiten, nicht Prinzipien, bringen die Zeit in Bewegung. Bei dem Spruch bin ich so ein bisschen am Überlegen. Also natürlich Persönlichkeiten, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ich denke an historische, aber vielleicht denkt ihr auch an irgendwelche Spaßnasen in den Medien. Diese Art Leute bringen mit ihren Ideen und ihrem Engagement einiges Bewegung. Das stimmt schon. Prinzipien, und ich denke da vor allem so an naturwissenschaftliche oder auch verallgemeinerbare Grundsätze, die da sind, bringen ja irgendwo auch die Zeit in Bewegung. Also nicht aktiv. In diesem Sinne hat der Spruch schon eher recht, dass die Persönlichkeiten es sind, die die Zeit so oder die Veränderung herbeiführen. Die Prinzipien sind eher die Veränderung selbst. Was meint ihr? Ein kurzer Spruch, aber trotzdem kann man da so ein bisschen länger drüber philosophieren, ne? Ja, wenn du Lust habt, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. In diesem Sinne, das war's für den Sonntag und dann bis morgen in der neuen Woche. Tschüss!